women with disabilities get attacked online is different, and it's compounded by all of these different intersections. Yeah, and so... Das ist mir zu langweilig, die labern da viel zu viel. Gucken wir was Lustigeres an. Alex kleine Welt, gucken wir uns mal da um. Oh, das gucke ich gleich an, warte mal. So, gucken wir uns mal deinen Kanal-Trailer an. Ich mache sogar extra Fullscreen. Warte, da. Geht das? Es geht, okay. Ich mache jetzt extra Fullscreen, nur für dich. Voller Liebe, Leidenschaft und Harmonie. Liebe, Leidenschaft, Harmonie? Ist das dein Ernst? Ich hab den Dreck nicht geschrieben. Ja, okay. Mach weiter. Okay, wo war ich? Achso, in einer Welt voller Liebe, bla 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 und so weiter, gibt es einen Typ. Boah. Ja, du. Ich? Ja, du. Der Typ mit der 1996er Nutella im Hintergrund. Aber irgendwie auch leicht bescheuerten Art YouTube ganz neu definiert. Und zwar so. Alex kleine Welt. Guck mal, da kommt hoch dein Müllrad. Müllrad. Wenn ich ein Waschbecken. Auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Die lebt auch wie Larry. Komm, mach richtig aus, dies. Oh. Ja, ihr habt gesehen, schon viel los und ich hab's fantastisch dabei. Hallo! Ich habe ihn erkannt. Eigentlich erkennt ein Abonnent den YouTuber, dass der YouTuber den Abonnenten. Ich muss sagen, schlechte Bildqualität, aber immer die Bauchbinden. In toller Qualität, super. Erkannt, das kommt selten vor. Ah, ich bin fantastisch, fuck the system. Jetzt will er das auf Video haben, dass ich ihn kenne. Ja. Dann will er auf Video haben. Dass könnt ich auch mal vorbeischauen. Ja, natürlich. Ich glaube, da war ich Alex kleine Welt. Ja. Erkennt mich. Bitte mal sehen, ohne dass ich drauf geguckt habe. Da steht es nämlich nicht. Ich habe noch nicht aufgemacht. Sexy Shorts. Schalt doch mal auf Full HD, okay. Da. Da sagt er aber nicht nein. Das macht die Qualität nicht besser. Was ihr Leute, der Lenny hier nicht wieder. Und so, und wenn ihr mehr sehen wollt. Hallo? Mein Part? Ist das Schweiß oder Wasser auf deiner Stirn? Sorry. Schon gut. Also, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt. Dieser Rattersound durch die Kamera, aus das eingebaute Kameramikrofon. Ring, ring, ring. Würde ich mich sehr gerne freuen, wenn ihr mal auf meinem Kanal vorbeischaut oder ein Abo da lasst. Das würde mich riesig freuen. Und damit viel Spaß mit meinen Videos oder je nachdem, was ihr sonst noch macht. Also man merkt, da war improvisiert kein Skript. Danke fürs Vorbeischauen. Ich würde mich natürlich über jedes Abo freuen und wir sehen uns zu einem anderen Video. Bye! Der Schnitt hinten war cool. Oh, 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 dieser Talking Pegasus ist live. Was macht denn der so? Ich hab Schleichwerbung gemacht, jetzt kann ich jetzt gehen. Also seine Moderation ist echt für'n Arsch. Eingeht. Bronies German, was kommt denn da raus? Wow. Diesen Typen kenn ich. Der Typ macht mit nach, der guckt das an, was ich angucke. Pegasus ist live, was macht denn der so? Ich hab Schleichwerbung gemacht, jetzt kann ich jetzt gehen. Also seine Moderation ist echt für'n Arsch. Wieso ist seine Moderation für'n Arsch? Guck mal deine Moderation an. Der Typ kann ja genauso wenig. Wow. Diesen Typen kenn ich.
Der Typ macht mich nach. Du machst mich nach. Der macht mich nach. Ach, der guckt das an, was ich angucke. Ja, und du guckst das, was ich angucke. Die so ist seine Moderation für den Arsch, guck mal deine Moderation. Guck du erst mal deine an, bevor du seine kritisierst. Wow. Der Typ macht mich nach. Du machst mich nach. Und du machst mich nach. Ach, der guckt das an, was ich anguck. Ja, und du guckst das, was ich anguck. Und du das, was ich schau. Ist das zu fassen? Guck du erst mal deine an, bevor du seine kriegst. Und du erst mal deine. Ich Vollidiot, ne? Die kopieren mich. Mich, den Realen. Und du machst mich nach. Und du mich. Alter, unglaublich. Und du das, was ich schau. Widerlich. Ist das zu fassen? Ne, echt. Wie kann man so klickgeil sein? Und du erstmal deine. Ey, Vollidiot, ne? Die kopieren mich. Und der kopiert mich. Ich bin der Alter, Dreckskerl, Wichser. Widerlich. Wie Kommentare im Chat. Kann so klickgeil sein. Oh Gott. Okay. Gott, René.exe hat sich aufgehängt. Wer ist der echte René? Schattendoppelgänger? Oh mein Gott. Oh Gott, nee. B96 und der Alter. Kann bitte jemand einen Ausschnitt machen und das hochladen, bitte. German Furry Brony Cringe. Hast du mich verstanden, David? Wir wollten einen Tag haben, einen Tag zusammen. Nur einen einzigen. Okay. Du rastest hier so aus wegen dem Plüschtier? Ich hab organisiert, dass er dich irgendwie wegschafft hier. Du rastest hier aus wegen so einem kleinen Plüschtier. Du nimmst diese Tasche nicht mit. Du kannst ein Plüschtier mit dir ins Auto nehmen, aber nicht ins Tropical Island. Haben wir uns jetzt richtig verstanden? Du hast bereits alles gesagt. Du kannst doch jetzt. Los, gehen. Bitte. Nee, ich geh jetzt nicht. What the du fuck? Du hast ein Angebot gemacht und dann darfst du jetzt gehen. Du gehst jetzt bitte ins Auto. Du hast morgen immer noch Zeit. Und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag. Ich will nicht, dass du mich so behandelst. Weiß ich. Und ich möchte nicht, dass du mich so behandelst. Mit so einem Schweinescheiß hier. Mit so einem Schweinescheiß hier innen drin. Was machst du denn, David? Warum machst du das? Warum? Warum? Okay, was ist denn deren Problem? Okay, was hat diese Frau für einen Schuss? Oh, mein Gott. Was sind das für... Boah, was sind das für eine Mutter? Rastet die so aus, nur wegen einem Plüschtier? Mensch, da unten sind deine Geschwister! Gott liebt dich über alles, aber das geht so nicht! Sorry, ist das bescheuert! Gott, das geht so. Gott liebt dich über alles! Du nicht! Du provozierst uns bis an die Oberkante. Warum machst du das? Warum? Guck ja nicht, Mama. Guck ja nicht. Du hast mir eben noch erklärt, dass du da nicht hinguckst. Ja, du hast hier rumgebastelt. Du hast alles liegen gelassen. Du suchst doch nur sowas. Ich suche gar nicht sowas. Ich frage nach Antworten und ich kriege hier keine. Also durchsuchst du mein Zimmer. Ich suche hier überhaupt nichts. Das musst du ja. Ich durchsuche dir nichts, David. Musst du ja. Und es muss dir doch nicht peinlich sein, es ist doch dein Leben. Ist mir auch nicht peinlich. Kommst du jetzt bitte?
Du weißt, was du hier gerade abziehst, oder? Ja. Du beleidigst hier so ziemlich alles, was mir irgendwie was bedeutet, und dann verlangst du noch, dass ich mitkomme. Das bedeutet dir was? Ja. Oh, wow, wow, wow. Das bedeutet dir was, dich da reinzustecken? Ich weiß nicht, wen von den beiden ich am meisten feiern soll. Und onanieren in einem Tier? Oh, wow, wow. Ja. Boah. Sorry, ist das bescheuert. Die absolute Sünde. Oh, wow, ist die absolute Sünde. Hat er im Video das Plaschi geschändet, warum rastet seine Mutter aus? Wie es ausschaut, hat er eine innige Beziehung mit einem Plaschi. Doch. Und die Mutter hat ihn erwischt. In deinem Herzen weißt du das. Ich finde nicht, dass es eine Sünde ist. Es ist Sünde. Das ist in deiner Religion. Es steht so in der Bibel. Ja. Ja, in der Bibel steht auch, dass die Schlange sprechen kann, dass Männer über Wasser gehen können und Wasser in Wein verwandeln. Wer hat jetzt mehr Recht? Ja, warum wohl? Weil wir uns nicht mit den Tieren vereinigen sollen. Kommst du jetzt bitte? Naja, was machen die Türken? Entschuldigung. Nach dem, was du hier abziehst, versau uns nicht allen diesen Tag. Naja, sie schreit herum und mischt sich in sein Privatleben ein, auch wenn das jetzt ein bisschen fragwürdig ist, was er gemacht hat, aber sie versaut sich gerade selbst den Tag. Ich komme mit, wenn ich die Tasche mitnehmen darf. Ja, mit ins Auto, aber nicht ins Tropical Island. Warum darf ich das nicht? Darum nicht. Aber ich habe echt keine Lust, nachdem was du hier abziehst, jetzt noch mitzukommen, wirklich nicht. Musst du aber. Warum? Ich will jetzt nicht mitkommen. Gut, morgen kannst du ausziehen, aber heute nicht. Komm bitte. Schmeißt ja alles in meinem Zimmer durch die Gegend und jetzt verlangst du noch, dass ich mitkomme? Ja. Auf einen Familienausflug, ja. Und da den normalen Sohn spiele? Ja. Ist hart. Bitte, lass mich doch einfach hier und geh um. Nein, mach ich nicht. Ich habe es organisiert. Ich habe organisiert. Sie hat es organisiert. Dass Willis herkommt. Sie kommt hier nicht in die Wohnung, wenn du hier onanierst mit unserem Tier. Das mache ich nicht. Und es ist unverschämt. Ich habe hier echt Leute bemüht. Ich freue mich total, dass Papa mitkommt und jetzt machst du hier so einen Affen. Bitte lass mich doch einfach hier. Nein! Er muss mitkommen, er muss das perfekte Familienleben simulieren, weil ja das Ansehen in der Gesellschaft ja so wichtig ist. Ich kann es nicht! Ich merke diese Stimmung hier! Die Stimmung vom letzten Mal, Frau Pickerheide, die kann es nicht, David! Und ich kann nicht nach dem, was du jetzt gerade gemacht hast, hier noch mitkommen. Und da völlig den normalen Sohn spielst. Du spielst keinen normalen Sohn. Du sitzt einfach nur da und gehst mit den anderen rutschen. Naja, wie es aussieht, wollte er in was anderes reinrutschen. Lass mich doch einfach hier. Nein, lass ich nicht. Du schämst dich nicht mal dafür. Ja, ich würde nur lachen. Du schämst dich für gar nichts. Du bist, denkst immer nur, du bist hier richtig. Entschuldigung, aber wenn es ein Christen oder eine Religiöse triggert, ich würde, aber ich auch nicht schämen, ich würde auch nur lachen. Ich habe dich gestern schon darum gebeten. Ich habe dich nur darum gebeten, ich habe dir das Halsband besorgt, ich hole dich ab, ich mache und tue, ich rufe dich... Moment, das Halsband? German Furry / Brony, okay, ja, Halsband, jetzt verstehe ich. Ich zum Essen, ich mache dieses und jenes. Und du bist nicht in der Lage, einfach mitzukommen ins Tropical Island. Es ist das Tropical Island. Verstehst du nicht? Du musst mit. Ich kann es nicht. Ich finde, beide führen sich bescheuert auf, aber die Mutter am meisten. Ich gehe nicht aus dem Haus, wenn du hier drin bist. Ich gehe nicht aus dem Haus, wenn du hier drin bist. Tja. Ich kann ja woanders hingehen, wenn du willst. Ich muss ja nicht hier in dem Haus bleiben. Du musst doch nicht. Wenn du willst, fahre ich nach Berlin oder so. Wieso bist du zum Tier geworden? Warum? Wieso bist du zum Tier geworden? Warum? Ist das geil? Welchen Zeitpunkt? Von welchem Zeitpunkt? Ab dem Zeitpunkt, wo du eben einen Pony gucken gelassen hast. Okay, Leute.
Soll ich daraus einen Ausschnitt machen und einmal das als gecuttete Reaction hochladen auf diesen Kanal? Schreibt mir das mal. Würde mich jetzt interessieren, ob ihr davon jetzt mal wirklich eine Reaction haben wollt. Einfach nur das. Weil ich finde das jetzt so geil. Wir haben dich alle lieb. Wir bemühen uns um dich. Ja, und warum darf er nicht was lieb haben? Wir kümmern uns um dich. Und du machst dir deinen eigenen Film. Hat er sich dabei gefilmt? Oder ist dir das gemeint, kümmerst dich halt nicht nur um dich selbst? Deinen eigenen Schweinefilm? Warum? Ja, das sind Deutsche. Was haben sie dir getan? Ich würde gerne nach Tropical Island fahren. Der Chat. Was haben sie dir getan? Ja, ihr habt ihn ein Plushie kaufen lassen. Was? Was? Ja, oder besser gesagt, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne die Szene rauscutten bei euch hochladen. Ich gebe euch sogar die Erlaubnis. Ich verlinke das sogar auf meine Playlist auf dem Kanal. Wenn ihr wollt, dürft ihr es gerne runterladen, rauscutten oder so die besten Stellen rauscutten, was ihr wollt. Ich gebe euch die vollen Rechte darüber. Kein Problem. Macht das ruhig, wenn ihr das wollt. Was hat Gott hier getan? Könnten Sie kurz den Streit beenden? Der hat gerade Hintergrund eine Skype-Nachricht. Sie eskaliert wegen einem Plüschtier. Wie kann man so in sein Gesellschaftsbild so verbissen sein, dass das der Weltuntergang für einen ist? Boah. Wie kann aus so einem tollen jungen Mann sowas werden? Naja, und jetzt hat er eine tolle junge Beschäftigung. Wie? Wie? Fahr jetzt einfach. Nein. Du nimmst jetzt die Tasche bitte, kommst ins Auto, setz dich dahin. Dann kannst du eben nicht bei uns sitzen. Aber du versaust dir nicht selbst diesen schönen Tag. Der Tag. Kann nicht mehr schön werden. Oh, der Punch. The burn. Ich weiß nicht, ob du es nicht begreifst oder nicht, oder ob du es nicht begreifen willst. Aber wenn du so mit jemandem umgehst, kannst du nicht erwarten, dass er einen schönen Tag hat. Nach so einem Gespräch. Das stimmt, da gebe ich Ihnen recht. Das funktioniert einfach nicht. Gut. So, wo gehst du denn hin? Den Tiger nimmst du bitte hier aus diesem Zimmer raus. Jetzt wissen wir, was das für ein Plüschtier war. Ich weiß nicht, wo es noch alles eingebaut ist. Ich möchte es nicht leicht. Ich möchte einfach. Ja, dann soll sie ihm eine Gummipuppe kaufen. Problem gelöst. Du bist so ein toller Kerl. Scheiße. Ich kann es wirklich nicht beschreiben, das ist echt. Ich habe jetzt nicht mit sowas gerechnet, ich habe einfach random auf was geklickt, weil ich dachte, oh schau, gucken wir uns doch mal zusammen ein Cringe-Video und machen uns über die Sachen lustig und so. Und jetzt kommt sowas. Oh Gott. Ciao, bis später, Godzilla. Hey, Tiger von Winnie Pooh. Ist es auch so ein Scheißtier? Hat sie jetzt in der Tasche noch was gefunden? Peinliches Schweigen. Wo bist du? Ja, vorhin war ihr Kind wo drin. Gehst du jetzt weg? Ja.
Oh Gott, ist das geil! Das ist so geil! Tja. Ja, wo ist ihr Kind? Es war wo? Drinnen. Vorhin, das hatte Spaß. Er hatte einen neuen Liebhaber. Jetzt findet sie seine Regungsversteck. Ein wenig glaube ich, sie hat was gegen Tiere. Sie hat zu viel von Luna gelernt. Here is the polka for your fairest rights. When we sing it, everything will be alright. You'll begin to dance in the entrance, and the village will be also safe and sound. You are a brony? I am a brony. Ich will ihre Nummer. Ich will ihre Telefonnummer. Ja, ich, zur Info, er filmt aus dieser Perspektive, weil ohne Weitwinkelkamera würde er nicht mal ins halbe Bild passen. Oh, okay, hello YouTube. Ja, er ist gerade fertig mit seinem Vergnügen, mit seinem Plushie und jetzt muss erstmal runterkommen. Oh, hey. Hello, everybody. This is Pony Enterprises 2. It is Saturday night, August 27th, 2016. Wenn er gerade sitzen würde, würde sein Hals... Seine Halsfalten nämlich zu die Luft abdrücken. Kleiner Tipp nur. And let me tell you something right now. I am worried and concerned about a certain something. 3 months ago, I went to this Brony convention in Kansas City. It's called Midwest. Zeigt sein Pimmel bestimmt. Deswegen schwankt ja die Kamera so, weil sie halt etwas gelehnt ist. And no, I have upgraded my Brony cap. I got a vinyl scratch rubber wristband. I got. Also dieser Junge ist selbst mit 30 noch Jungfrau. A derpy hooves necklace with a little muffin on it. Oh, oh, there she is. Warte kurz. And here's that little muffin. Oh, and on the back it says muffin. Rainbow Dash versucht ihn nicht von hinten zu packen oder sonst was. Sie versucht ihn die Luft wegzudrücken. And sie vertragt den Charme nicht. Guess what? I have a Brony t-shirt on. Yeah, that's right. I think for the past week or so from my last review, I have upgraded my Brony gag up and... I guess. Also welcher Mensch hat seinen Own Character als Profilbild? Also das wäre mal sehr strange, wenn man seinen Own Character als Profilbild benutzen würde. Wer macht denn sowas? Hello, Rarity. This is Vegan and I'm gonna... tell you about stuff and there is warte kurz. Hey Celestia, wie geht's denn dir so, du alte Schabracke mit harten HIV auf Strich? Was machst denn du so? Ach, regieren, oder? Nee, Feierabend? Luna hat jetzt Schicht? Dass sie ab 22 Uhr Schicht. Achso, nee, Prinzessin. Ja, was machst denn du jetzt so? Hab ich da gerade einen, höre ich da gerade einen Gardisten im Hintergrund? Und warum schnaufst du immer so? Und warum höre ich so ein Quietschen als... Oh. Du machst gerade Truppeninspektion. Okay. Wer hat nicht solche Anrufe? Ist doch normal. Er halt mit Rarity, ich mit Celestia. Brony, he's the wonder how hot girls were. My little brony, until you share the awesomeness with me, playing video games, have fun, being awesome and cool, it's fun, sharing pizza, it's an easy thing, and magic makes it all complete, just my little brony, you guys are my very best bros. Ich guck mal was kürzeres, Brony Klopp a Cringe Compilation. Magic makes it all complete. Then my little pony.
Ist Wundsalbe tödlich? Ich habe das Bedürfnis, welches zu essen. Oh. Nein. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Nein. Please. No. Please, no. No. Please. Why you do this? Why? Why? Oh my God. Oh mein Gott. Oh mein. Oh my. Oh my. Oh my. No. 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 Please. Please, no. Geil, no, please, no, geil, Andro, nein, Ihr könnt sagen, was ihr wollt, er singt geil. Ihr könnt wirklich sagen, was ihr wollt, der Typ singt göttlich. Die hohen Töne trifft er nicht ganz. I watch My Little Pony with my friends. I'm a brony. That's really gay. Gebt seinem Vater einen Orden. Gebt ihn einen Orden. Actually, Dad, it's not a child show. It's about friendship and magic. Oh, friendship and magic. Totally not a child show. Please, come on. Dad, there's a Dad, there's a really big fan base, and they even have a convention in San Diego that was like. Fan base full of homosexuals. That's why you always underscored your fucking computer whenever I walk in. That's why you always turned off your monitor. That's another thing. I kind of watch porn. Relating to ponies. What? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie kann man so durch mit seinem Leben sein? Und eigentlich ist das, bei solchen Vätern, ist das wirklich der schnellste Knopf für Selbstmord. Das ist das Alt-F4 für das Leben. It's called clopping. No, it's called clopping, Dad. Shut the fuck up. It's no. Called clopping, you're okay? It's a natural thing. Also, wer würde das tun? Wer würde das bei seinen Eltern machen? No, I'm not! There is no... Oh my God, there is no way. It's called clopping, Dad. It's something every brony does, okay? Nicht alle. Okay, so you're not homosexual, you're a fucking animal fucker, okay. No! Okay. Du bist nicht schwul, du bist ein Tierficker, okay, okay. No! Look, every pony does it! No. Oh my God. I'll see you when I get home. I love you, Dad. I love you, Dad. He hung up. Das muss das Traurigste im Leben eines Menschen sein, dass nicht mal ein Plüschtier mit einem Sex haben will. Oh Gott. No, that's my fault. I shouldn't have asked that. I went too far. No. Ja, die Mutter, was Kameramann spielt, ist jetzt enttäuscht. Es wird keine Enkelkinder geben. I'm sorry. I took it too far. Look at me, I'm getting ahead of myself. Er hat von einem Plüschtier im Korb bekommen, um das besser zusammenzufassen.
No. I need a moment myself. I'm just gonna go to the bathroom. Give me a moment, please. I'm sorry. Ich habe alles im Leben gesehen. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Mach das nicht nach. Spielt nicht mit Messer. Ich mach das jetzt nur zur Show. Aber what the fuck? Why? Why? Das bin ich auf dem Klo. Come to the dark side. Meanwhile, it's showtime. Come on, what is going on out there? Oh, shit! Fuck! Unicorns dancing on rainbows. Oh, guck mal an, wer da live ist. Stream im Stream. My brain is like. Das. Er kann kein richtiger Brony sein, weil ein richtiger Brony hat auch ein Video von Tolkien Pegasus geliked. Das ist Fakt. Wer was anderes bedeutet, besagt, der lügt. Ein richtiger deutscher Brony kennt auch Tolkien Pegasus. Ich hab Style, ich hab Geld. Hi. Fun Fanfiction. Okay, das hören wir jetzt uns mal an. Peggy 16. Boah, da traust du dich was, Carrie. Scheiße, noch eins. Wo bin ich? Willkommen. Okay. In Equestria. Equest was? Und Moment mal, wieso kann ich dich verstehen? Du bist doch ein Tier und ein hässliches noch dazu. Ich kann nicht glauben, dass du es sein sollst. Du hast hier nicht mal Manieren. Gucken wir uns was Kürzeres an. Ich weiß nicht, warum ich... Hello, everybody. Irgendwie geht das bei mir irgendwie schwer, bei dieser verstellten Stimme. Tut mir leid.